Ja, wir sind wieder zurück. Immer noch in Form einer Katze. Und wir versuchen diesen Dachboden zu erreichen. Ich gucke nochmal, aber ich glaube, wir haben in diesem Level keinen Dämon mehr. Hier geht es in so eine Art Gemeinschaftsraum. Was sehen wir hier unten noch? Ach, hier ist wieder so ein bisschen Dämonkram. Katze legt die Ohren zurück. Oder hat sie eben... Ach, hier ist eine Sackgasse. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier hinten in den Raum. Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Naja, seine Mutter scheint eine Furie zu sein. Aber Brian ist es wert. Ja, das denke ich auch, Liebes. Aber Shelley ist nicht mit solch lauten Leuten aufgewachsen. Und der Druck, der auf ihrer Beziehung lastet, macht mir Sorgen. Oh, Sheila, alles wird gut. Sie werden ein langes, glückliches Leben haben. Oh, du hast bestimmt recht. Ihr seid beste Freundin seit wann? Der 4. Klasse? Ich schätze, in gewisser Weise kennst du sie besser als ich. Du warst ihr immer eine großartige Mutter und ein Vorbild. Wenn sie einmal selbst Kinder hat, werden es sehr glückliche Kinder sein. Du bist ein Schatz. Ich muss zugeben, ich freue mich auf ihre Kinder. Er ist klasse, aber sie hat mit seiner Mutter recht. Ich hoffe, meine Hochzeit wird nicht so stressig. Es ist so leicht, nett zu sein. Wieso können das nicht jeder? Das frage ich mich auch. Mein Mädchen heiratet ihren Liebsten. Nur das zählt. Oh, das ist doch schön. Wir nehmen wieder unsere Katze mit. Gucken nochmal. Aber wie gesagt, das macht uns ja eh nichts, wenn hier irgendwelche Dämonen sind. Ist natürlich schöner, wenn wir hier ein bisschen frei rumlaufen. Dann sind wir wieder hier. Prima. War die Katze jetzt echt nur dafür da, um den Dämon auszuschalten? Oder brauchen wir die noch für irgendwas anderes? Vielleicht um auf den Dachboden zu kommen oder an irgendwelche versteckten Informationen? Hier haben wir wieder eine Säge. 2 noch. Ich bin guter Dinge, dass wir die alle finden. Wenn wir mal hier rüber gucken. Ach, hier waren wir ja eben auch schon. Und als Katze sind wir dann hier, so, durch den Lüftungsschacht und hier drüben gelandet, ne? Ne, hier noch nicht, aber den nächsten Raum. Da haben wir noch was. Ah, hier können wir wieder Poltergeist spielen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich schätze mal, wie gesagt, für die Dämonen vielleicht zum Ablenken oder so. Da habe ich die Katze. Bevor ich da reingehe, gucke ich nochmal hier. Ach ja, da waren wir hier. Okay, alles klar. Wieder ab in die Katze. Katze, Katze, Katze. Haben wir mal ein bisschen gesehen, wie das so in Verbindung steht hier alles. Und wir brauchen vermutlich die Katze, um da oben hochzukommen. Mal wissen, was er hier denkt. Zu Hause hinter verschlossener Tür sind wir wohl besser aufgehoben. Warum sorge ich mich? Es wird nichts passieren. Na, das sagst du so einfach. Ach, das verschwindet, das Mädchen. Na gut, Katze. Mit ihr kommen wir dann, denke ich mal, auf den Dachboden hoch. Auch cool gemacht von dem Spiel, muss ich sagen. Hier mal so ein bisschen als Katze rumzurennen. Die Katze kann hier hochklettern. Es ist die Spider-Katze. Weiß nicht, es ist ein eher katzenuntypisches Verhalten, oder? Aber gut, warum nicht? Irgendwie müssen wir da hochkommen. So, der Dachboden ist da drüben. Finden wir hier noch irgendwas? Hier kann ich es auch nicht verlassen. Ich kann hier ein bisschen miauen. Ich tippe mal, dass da drüben vielleicht das Fenster zu ist und dass die uns dann reinlässt durchs Fenster. Ich kann hier auch nicht runterfallen, das ist alles relativ linear. Laufen kann ich gerade auch nicht mehr. Hier ist irgendwie was. Ich weiß nicht, was es mit diesen Symbolen auf sich hat. Wie gesagt, verlassen kann ich die Katze momentan auch nicht. Aber wir können wieder Spider-Katze spielen. Das sieht bescheuert aus. Ich verstehe nicht, warum es hier überall diese Dämonentore gibt, ne? Gehe auf den Dachboden. Ziel erfüllt. Tun die uns was, wenn wir da als Katze reingehen? Nö.
Na gut, wir müssen jetzt hier wieder die Katze verlassen, leider. Oder bringt uns das was, wenn wir hier miauen? Nein. Also rein in die gute Stube. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Sie braucht ihre Schlüssel. Wenn, müssen wir vielleicht irgendwas in ihre Erinnerung rufen, was sie gesehen hat, würde ich sagen. Das vielleicht? Oh ja. Aus meinem Kopf! Verdammt, wenn du nochmal von mir Besitz ergreifst, dann... Oh, du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei Warte mir abzuladen. Warte mal, ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Sekunde mal. Du kannst mich sehen? Und hören? Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, schon klar. Du bist tough. Okay, aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal. Es tut mir leid. Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Also warum würde er nach dir suchen wollen? Dieser Irre hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Okay. Er hat deine Mom gesucht? Erstmal gucken wir Motiv des Mörders. Der Glockenbürger war vermutlich auf der Suche nach der Mutter der Zeugin. Warum sollte sie ein Ziel sein? Wolltest du mich nicht was fragen? Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Schön. Dann sag nichts. Mir doch egal. Doch. Wo ist denn deine Mutter jetzt? Wo ist deine Mom, Kleine? Vermutlich tot. Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay. Wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung. Das Schlimmste anzunehmen hat noch nie geholfen. Kennst du den Mörder? Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist? Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugin, deren Leben ich gerettet habe. Oh, da hat er recht. Identität des Mörders.
Die Zeugin kannte den Mörder nicht. Wenn kenne ich, der mich tot sehen wollte, könne. Hä? Nochmal, die Zeugin kannte den Mörder nicht. Wenn kenne ich, der mich tot sehen wollen könnte. Okay. Was meinst du mit anständigem Leben? Anständiges Leben? Ja. Hey, du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profiler. Sorry, Kleine. Da klingelt bei mir nichts. Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Buch zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, an dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? Warum warst du denn heute Nacht in der Wohnung? Okay, okay. Was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder tat es, was auch immer. Meine Mutter wird seit ein paar Tagen vermisst. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach. Nicht so. Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom, aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben, sonst finden mich Leute wie du zu leicht. War auch nicht oft zu Hause, als ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Na, dann haben wir jetzt alles geklärt. Du bist allein nicht sicher. Jemand muss auf dich aufpassen. Die Zeugin lief von zu Hause fort, um schwieriger für hilfsbedürftige Geister zu finden zu sein. Wir Cops finden Vermisste. Ich habe dich gefunden und ich kann dir auch helfen, deine Mom zu finden. Dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Keine Chance. Versteh mich nicht falsch. Du hast mein Leben gerettet und das kann ich nie wieder gut machen. Aber deine Probleme sind deine. Meine sind meine. Da sind sie. Viel Glück, dass das brauchen. Viel Spaß im Jenseits. Warte mal! Geh noch nicht! Warte mal eine Sekunde, ja? Hör zu, es geht auch um deine Mutter. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Was kannst du schon ausrichten? Du bist tot. Ich komm klar. Lass mich in Ruhe! Ich wette, sie weiß noch mehr. Sie darf nicht abhauen. Es muss einen anderen Weg nach unten geben. Spüre die Zeugin auf. Ich darf die Zeugin nicht aus den Augen verlieren. Nur sie kann mir helfen, den Glockenmörder zu finden. Lauter Schrei. Der Schrei der Zeugin hat mich auf schmerzhafte Weise desorientiert. Wie kann das sein? Die Mutter der Zeugin wird vermisst. Die Mutter der Zeugin wird für ein paar Tage vermisst. Sie hat keine Ahnung, wo ihre Mutter hin ist. Die Notiz besagt, die Zeugin soll das Buch zu den Glockenmörder holen. Geh jetzt und finde mein Buch im Revier. Wir sind nicht mehr sicher. Ich versuche, dich zu finden, bevor ich gehe. Mom. Und in diesem Sinne beenden wir diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.